Ab heute startet ein neuer Horrorfilm in den deutschen Kinos, der sich mit einer Polaroid-Kamera beschäftigt und den Menschen, die damit fotografiert werden, denn die werden sehr brutal sterben. Und damit geht es jetzt um Polaroid. Bert Fischer ist in der Schule eher menschenscheu und konzentriert sich daher lieber mehr auf ihr Hobby, das Fotografieren. Als sie durch Zufall in den Besitz einer alten Polaroid-Kamera gelangt, ist sie schnell von dieser angetan und kann es kaum abwarten, Bilder mit ihr zu knipsen. Doch diese Kamera trägt ein düsteres Geheimnis in sich. Jeder, der mit ihr fotografiert wird, wird heimgesucht und muss grausam sterben. Davon hat Bert aber noch keine Ahnung, als sie auf einer Party ein Gruppenfoto macht. Es bewegt sich. Lauf! Die Tür! Mach die Tür auf! Hallo? Polaroid geht 88 Minuten, startet ab heute, dem 10. Januar 2019, in den deutschen Kinos und hat zu dem Zeitpunkt der Aufnahme dieser Review, die einige Tage vorher stattfindet, noch keine Altersfreigabe, aber ich tippe mal auf ein FSK 16, was inzwischen auch bekannt sein müsste und ist ein Horrorfilm, nach dessen Trailer ich mir schon dachte, okay, könnte der irgendwie originell werden, so ein bisschen Fotografie und das Thema ringsherum, könnte man schnell die Idee eines Fotos, das geschossen wird und die Menschen drauf, die werden sehr schnell sterben, auch in einem Trash-Film-Plot wiederfinden oder hat dieser Film etwas Originelles? Oder kommt ihr mehr in die Schublade dieser standardisierten Horrorfilme? Letzteres sollte dann die Wahrheit werden. Zumindest für mich ist Polaroid leider nur ein 0815 Horrorfilm, dessen Foreshadowing früh zeigt, wo das Ganze hingehen soll, dessen Ideenlosigkeit einfach für keine wirkliche Überraschung sorgt und diese Vorhersehbarkeit tut in vielen Momenten insofern weh, als dass ich sage, wer wirklich jeden Horrorfilm sehen oder muss, der kann sich Polaroid anschauen. Aber vor allem leichte Ansätze mit sozial wichtigen Themen wie Mobbing und Ausgrenzung einer eigentlich nicht schwachen Hauptdarstellerin und interessante Kameraarbeit zeigt, wie viel Potenzial liegen gelassen wurde. Und das ist wirklich schade. Und ich will nicht so sehr an den heißen Brei rumreden, habe auch schon vieles letztendlich aus dem Fazit vorweggenommen. Aber gehen wir kurz noch durch die einzelnen Departments, nämlich dem Cast, weil eine Catherine Prescott als Bert Fischer eigentlich nicht schlecht agiert. Ich kann mir die gut in einem Drama vorstellen, in einem Film, der schwerer trägt, der mehr zum Spielen gibt, statt mal mit einem Horrorfilm-Plot versucht reinzupressen, was nicht unbedingt hätte sein müssen, was so ein bisschen schade ist, weil ich finde, sie ist hier relativ unterfordert, weil ich mir wirklich auch die ganze Zeit beim Sehen von diesem Look und den eingefangenen kühlen Kamerabildern hätte immer wieder vorstellen können, dass sie eigentlich wirklich für Besseres bestimmt ist, was ein bisschen schade. Daher kommt im Ensemble, haben wir ringsherum Mitschüler oder Freunde, die Gesellschaft, die für Ausgrenzung sorgt, die auch für Mobbing stehen kann, aber auch viele Stereotypen, die auftauchen, haben wir so oft in Horrorfilmen, wenn wir eine Gruppe von Menschen haben, in dem Fall durch ein Gruppenfoto, die dann nach und nach downgehuntet werden, verkörpern sie oft verschiedenste Stereotypen. Das war in den 90ern so bei Horrorstreifen, als alles ein bisschen aufgeblasener war in Teenie-Richtung, laut mit Filmen wie Scream und so weiter und Co. Und jetzt, wo man mehr an den 2010er Jahren trotzdem eine gewisse Düsterheit durchgängig beibehalten will, gibt es aber dennoch eben diese Stereotypen bei diesen relativ standardisierten Horrorfilmen und da bleibt eben Polaroid leider auch wenig überraschend. Die Kameraarbeit hat eigentlich immer wieder richtig gute Ansätze. In ruhigen Momenten zieht sie einen guten, langsam inszenierten Look auf, wo ich denke, hey, das ist eigentlich ganz interessant, aber dann, wenn man auf Jumpscares und Co. setzt, die einfach mal zunehmend immer stärker ausgelutscht sind über die Jahre und man sich davon auch nicht mehr so einfach hinterm Ofen hervorschrecken lässt, muss ich ehrlich sagen, ist das schade. Auch hier merkt man Potenzial liegen gelassen. Das Szenenbild ist entweder die Schule von Bert, ihr Zuhause oder das gewisse Vorstadtfeeling, was insgesamt aufgenommen wird, um letztendlich auch zu transportieren, hey, das könnte überall spielen. Die Musik, die auf gruselige Soundeffekte setzt, ist ansonsten meist zu drüber komponiert, soll transportieren, was der Film nicht unbedingt schafft, deswegen für mich schwierig. Kostüm und Make-up ist den Figuren recht normal angepasst. Muss ich ansonsten sagen, dass dieser Film in seinen Effekten, weil er ja irgendwie eine Backstory erzählen muss, was hat es mit dieser Kamera auf sich, was hat es mit dem der Tatsache auf sich, dass Menschen sterben, die damit fotografiert werden, letztendlich etwas kreiert von den Effekten her, was ich so aber auch schon relativ in ähnlichen Variationen gesehen habe und auch hier nicht wirklich mit Originalität aufwarten kann. Und deswegen kein Wunder, dass dieser auf einem 2015er Kurzfilm basierten Horrorfilm, der auch eine lange Phase hatte seit der Fertigstellung, der sollte eigentlich 2017 rauskommen, wurde innerhalb des Jahres schon zweimal verschoben und dann im Zuge des Weinstein-Skandals bis auf 2019 rausgeschoben wurde, am Ende auch ein Streifen ist, wo man merkt, der hat einfach nicht das, wo ich jetzt sage, deswegen muss man den schauen. In guten Ansätzen finde ich oder mag ich, dass Themen wie Mobbing, wie Ausgrenzung aufgegriffen werden, aber viel zu sehr am Rande und auch die filmische, im speziellen Kamera
Kameraarbeit hat wirklich Potenzial und eine Hauptdarstellerin, die definitiv mehr kann, als man abruft, überwiegen einfach Dinge wie, dass er relativ 0815 daherkommt und keine gruseligen, besonders schockierenden Momente hat. Aus meiner Sicht nichts, was ich schon so in vielen Variationen gesehen hätte. Der Film hat dadurch eine gewisse Vorhersehbarkeit und ist nie überraschend. Ein zu starkes Foreshadowing aus meiner Sicht, was sehr früh ankündigt, was könnte die Lösung eines möglichen Problems sein, was hier auch zutage getragen wird. Und diese Backstory, die man irgendwie kreieren muss, um den ganzen noch Sinn zu verpassen, ist jetzt auch eine, die so zu sehr an den Haaren herbeigezogen wirkt. Und so muss ich am Ende sagen, für diejenigen wahrscheinlich nur, die wirklich jeden Horrorfilm sehen müssen, für die ist Polaroid vielleicht interessant. Von mir bekommt der, weil er sich auch in seinen 88 Minuten trotzdem zäher anfühlt, nur 3,5 von 10 möglichen Punkten als Horrorfilm und insgesamt 4 von 10 möglichen Punkten, was mit 40% auch in Schulnoten trotzdem noch einer 5 oder 5 plus entsprechen würde. Na gut, damit ich am Ende damit meiner Review zu Polaroid, der heute in den deutschen Kinos startet. Ich rede auch nicht gerne über Filme schlecht. Ich will, dass Filme toll sind, aber das sind sie nun auch mal des Öfteren nicht. Aber gut, wer möchte, kann ihn sich ja im Kino anschauen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.